isolieren wir mal sowas wie Sound und sagen nur mal, was ist das? Was macht einen Sound reich, fett, dünn, fadenscheinig, spröde? Ich würde nicht zwischen moderner und alter Musik unterscheiden. Es gibt keine neue Musik, es gibt nur gerade geschriebene Musik. Ich denke manchmal, moderne Musik ist irgendwie auf Scherben gebaut. Es gab mal ein Gebäude und dann hat man das immer wieder geändert und in unserer Zeit hat man es einfach zertrümmert. Was aber auch sehr spannend ist, wir arbeiten mit diesen Resten, die geblieben sind und wir versuchen ein neues Gebäude daraus zu bauen und vielleicht gelingt es. Der Anfang dauert immer ein bisschen länger. Manchmal sitze ich, das ist manchmal irgendwie ganz erstaunlich, auf den ersten 2 Minuten sitze ich 2 Monate lang. Und die nächsten 15 kommen dann 3, 4 Wochen. Das ist erstaunlich, also die Kurve ist exponentiell. Das kann ich eigentlich auch nicht erklären, warum. Man ist wahrscheinlich mehr drin, man taucht in so einer ganz tiefe Ebene runter, wo die Dinge einfach automatisch kommen, aber bis man da unten ist, bis man wirklich ganz diese Situation verinnerlicht hat, das dauert eine Weile. Da muss man wirklich kämpfen. Wenn Musik meine ganze Konzentration hat, dann wünsche ich sie mir komplex und sonst langweilt sie mich. Also insofern könnte ich sagen, die Musik entwickelt sich durch eine immanente Notwendigkeit permanent über die Grenzen des bisher Gehörten hinaus. Und ich bin ein großer Anhänger, dorthin zu hören, wo sie sich gerade erneuert. Ich würde nicht zwischen moderner und alter Musik unterscheiden. Und doch, wenn ich sagen müsste, was fällt mir am leichtesten zu spielen, was wahrscheinlich für ein Heimatsgefühl sprechen würde, dann ist es die heutige Musik, natürlich. Das ist die Sprache von heute, das ist die Luft, die wir atmen, das ist die Information, die man heute uns geschickt hat und wir verstehen sie, ohne sie uns übersetzen zu müssen. Eigentlich ist es wirklich eine egozentrische Angelegenheit, die Kunst. Also so empfinde ich das zum Beispiel. Ich glaube, das muss auch so sein. Kunst zu machen hat nur dann Sinn, wenn der Künstler selbst unglaublich viel Lust dazu hat. Also so eine innere Veranlassung, Zwang, Bedürfnis dazu empfindet. Und man spürt ja selbst, ob das Produkt gut ist oder nicht. Ich möchte eben diese Einfachheit auch auf einer höheren Ebene finden. Ich glaube, dass sie sehr wichtig ist, um die Musik verständlicher zu machen, nicht nur an die Köpfe der Menschen ranzukommen, sondern auch an ihre Herzen und auch an die Bäuche. Also diese Linie, diese Gürtellinie, die will ich verschwinden lassen. Ich finde, dass die moderne Musik sehr wohl animalisch sein kann. Man kann sie auch physisch verstehen. Man muss sie nicht analysieren vorher. Man muss nicht das musikwissenschaftliche Büchlein dazu lesen, um zu verstehen, was ist denn da los? Es gibt etwas an der Musik, das direkt verstanden werden kann, das sich direkt vermittelt, wie in der Malerei auch. Und es gibt trotzdem einen ungemeinen Zuwachswert, der darin besteht, dass man plötzlich weiß, aus welcher inneren Logik heraus ein Stück so klingt und nicht anders, wie es sein könnte, wie überhaupt alles, was konjunktivisch ist, an der Musik oder an Künsten immer zum Reizvollsten gehört.
die Musik hat auf der einen Seite das Problem, dass sie so kontaminiert wird von einem Alltagsgebrauch des Musikalischen, der immer wieder dieselben Harmonien einschleift und der deshalb zu einem sehr unkomplexen Hören führt. Das ist deshalb so, weil Musik wie ein Geschmacksverstärker eingesetzt wird und deshalb kommerziell sich als sehr wirksam erweist. Wir wundern uns ja schon, wenn wir im Leben eine Frau küssen, warum nicht sofort das Symphonieorchester einsetzt und lauter Dur-Dreiklänge spielt. Das ist eine Last, die einfach damit zusammenhängt, dass wir permanent eine Formung des Ohrs erleben, die uns das Hören komplexerer Harmonien schwerer macht. Das ist so, als würde ein Kind 10 Jahre lang nur Billigschokolade essen. Und nach 10 Jahren plötzlich würde irgendjemand sagen, guck, iss mal ein bisschen Spinat, das ist gesund. Hab noch nie gesehen, schmeckt überhaupt nicht. Es ist tot. Man ist ja beschränkt auf ganz primitive, einfache Dinge, die Spaß machen, so auf bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam sind, weil die einfach zu kapieren sind, eben diese grundsätzlichen musikalischen Parameter. Es liegt in der Musik des 21. Jahrhunderts ein so unglaublicher Reichtum, der nur entdeckt werden muss. Man muss nur das Ohr schulen für das, was dramatisch ist an dieser Musik, was Spannung auslöst, was komprimiert ist, verdichtet, was uns alle angeht, was uns in dem Ausdrucksverhalten nahe ist, dass man sagen muss, wüssten Sie nur, was da alles liegt, Sie würden sich, glaube ich, tief in die Bergwerke dieser Musik bewegen. Ich bin wirklich der Meinung, dass ein Stück wie ein Kind ist. Man setzt es in die Welt und dann lässt man es leben und sich selber entwickeln.